Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sticks Master of Shadows. Wir sind in Folge 27 müsste es sein. Hier in wie heißt das hier? Na, sag mal schnell, in der Verbrennungsanlage, wo auch das Artefakt liegt. Genau, wir sind im Prinzip nur hier, weil es von hier einen Weg zu unserem Versteck gibt. Und wir wollen aber trotzdem das Artefakt und die Münzen noch sammeln. 5 Stück haben wir davon schon. 5 fehlen noch. Und noch habe ich keine Ahnung, keinen Überblick, wo wir sind, wie wir sind und so weiter. Aber bis jetzt ging das mit den Münzen ganz gut. Da war immer eine nach der anderen, die wir einfach einsammeln konnten. Ich habe bloß die Befürchtung, dass das nicht so bleiben wird. Also ich denke, das wird noch ein bisschen kniffliger, die zu finden, die restlichen. Was ist denn das jetzt? Bad eyes. Fucking keen hearing. These critters are a nightmare. Mutantenschaben. Mutantenschaben sind riesige Kakerlaken, die mit Goldharz in Berührung gekommen sind. Und bla 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 bla. Warum sollte der Text auch da stehen bleiben, damit ich den lesen kann? Ist ja totaler Quatsch. Also die können gut hören, aber nicht gut gucken. Im Prinzip genau wie ich. Bloß, dass die noch gut hören können. Und wir sollten sie von vorne angreifen, weil das weniger Lärm macht. Hatten wir in den Tooltips gesehen? Komm mal her. Ich hab doch töten gedrückt. Hä? Oh. Was war denn jetzt los? Ja gut, dann halt nochmal. Falscher Weg, ne? So, erstmal die Fackel nochmal ausmachen. Swoosh. Ja, okay, das Video kennen wir schon. Fucking keen hearing. These critters are a nightmare. Zack. Leise getötet. Ja, sorry, da musste ich mich jetzt einmal kurz konzentrieren. Wollte nicht zu viel sagen. Hau ab, du Scheißeimer. Da unten ist noch Treppe. Kommen wir da einfach noch hin im Laufe des Levels. Weiß man nicht, ne? Ist das jetzt die Windgang? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von den Flammen erwischt werden, hoffe ich. Dass wir nicht erwischt werden. Okay. So, vorbeigehuscht. Hinter den Kisten verstecken. Da ist noch so eine scheiß Schabe. Hier auch.
sie hat Verdacht geschöpft. Alter. Also die hören uns auch, wenn wir richtig langsam sneaken, also wenn wir einfach so im Sneak-Modus latschen. Aber wenn wir dann noch langsam gehen, dann bemerken sie uns nicht. Hier ist die Brücke. Hier ist die Brücke. Die Brücke, die zum Artefakt führt. Ja, kann ich hier wohl aufmachen, ne? Genau, hier sind wir einfach nur außen rum gegangen. Irgendwas über uns, irgendwie irgendwas, wie wir hochklettern können, ja. Da ist ein Kletterhaken. Das heißt, wir klettern mal hoch, weil hier dann ja auch eine Münze sein könnte, theoretisch. Das hat die doch gejuckt, die beiden. Alter, was ist das denn für eine? Haut mal ab. Haut mal alle ab. Alter. Oh shit, zwei Stück haben es gehört. Na gut, wenn die zu zweit unterwegs sind, dann habe ich da wohl schlechte Karten. Oh, da liegt noch eine Münze. Münze, Münze, Münze. So. Saven. So, haben wir schon mal 6 von 10. Ein paar fehlen allerdings noch. So, also da... In der Ecke ist nichts. Gut. Dann können wir uns jetzt mal hier um die Brücke... Wir müssen uns... warum kommen denn gleich zwei? Eine wäre halt entspannt gewesen. Dann hätten wir sie mal kurz down gemaked. Aber zwei... Von hier aus kann ich irgendwie das Artefakt sehen. Da hinten ist es. Wie komme ich da hin? Das gilt es natürlich noch herauszufinden, nicht wahr? Ja, widmen wir uns doch erstmal dir. Mistvieh. Ekelhaft. Ja, komm doch her. Zack, down gemaked. Kann man einfach durch Button-Mashing machen. Einfach ein bisschen die Knöpfe immer wieder, den Tötungsknopf immer wieder drücken. Wenn das Vieh dann in Reichweite ist, wird es direkt erledigt. Ich würde sagen, wir müssen uns mal auf zum Artefakt machen. Hier ist noch Fuego. Ein bisschen Feuer. Für eine feurige, lustvolle Nacht. Ja, wie kommen wir denn da drüben hin jetzt? Irgendwie von hier. Ist das jetzt hier auch markiert noch? Nee, ne? So, hier ist das Artefakt. Runter. So, hier, links, da drin. Oder nicht? Ja, hier ist sogar eine Markierung.
Okay, ein paar Schaben sind auch noch da. Drei. Auch noch eine Münze vielleicht? Da liegt, glaube ich, noch eine Münze auf dem Tisch. Oder, nee, das ist das Artefakt, was glänzt. Vier Schaben. Naja, ich kann sie ja alle vier ablenken, ist ja gar kein Problem. Wofür haben wir schließlich Klone? So. Rüber wechseln. Und Artefakt holen. Oh Gott, oh Gott. Lasst mich in Ruhe, ihr Viecher. Ja, kommt doch her. Kann ich da drauf stehen? Ja. Ist hier irgendwie ein Hebel? Alter, hier muss es einen Hebel geben, mit dem ich dann richtig Feuer machen kann. Oder nicht? Irgendwo, für irgendwas muss doch dieser Raum gut sein. Wohl vielleicht auch nur, um von den Schaben zu fliehen. Die sind auf jeden Fall recht gefährlich. Wir sollten uns aus dem Staub machen. Kann ich hier eigentlich auch abwerfen? Komm mal her hier. Zack, Alter, Nummer 1 ist weg. Oh shit. Die hat uns entdeckt. Ach, Mist. Irgendwie muss das doch kriegbar sein. Irgendwie. Aber wir müssen die ja auch nicht töten, wir sammeln das einfach ein und hauen dann wieder ab. Egal. Ups. Okay. Das war jetzt ein bisschen fies. Okay, habt ihr doch gemerkt. Oh nein. Naja, gut. Egal. Okay, jetzt gehen die nochmal dahin. Ach, ihr seid doch kacke, seid ihr doch. Ich darf nicht immer überall gegenrennen. Das ist nicht gut. Ich hab doch
töten gedrückt. Menno, ich habe das wirklich gedrückt. Bin mir ganz sicher. Aber eigentlich will ich auch an den vorbei, ohne die zu töten, weil die schaffe ich, glaube ich, nicht alle vier. Das ist zu hart. Aber ich kann nicht ohne den jetzt hier. Okay. Tschüss. Ha, ihr Idioten. Dumm. Aber jetzt wissen wir mal, was passiert, wenn wir sie zu laut erledigen. Ach, ätzende Mutantenschaben. Naja, das ist noch der Tooltip dazu, ich weiß. Also gut, weg hier. Alter. Ganz leise. Das soll ja niemand mitkriegen. Dass der gute Papa Stix hier einmal langstapft. So, ihr Blödviecher. Habe ich jetzt aber... Okay, Artefakt haben wir. 4 Münzen noch. Das wäre doch gelacht. Das wäre doch gelacht. So, Rückweg ist diesmal einfach ganz normal Rückweg, oder? Wie läuft das? Ich fürchte, hier geht's nicht weiter. Nee, wir müssen, glaube ich, einfach ganz normal zurück. So, zack. Wo ging es denn hier noch ein höher? Ah, einfach hier hoch, ne? So. So. Ach so. Oh, ich werde bescheuert. No. Naja, dann noch einmal. Ich komme einfach nicht weg von den Viechern hier. Da muss ich nochmal diesen Tieren ausweichen. Na los. Alter, ich habe gerade diesen Stuhl bewegt. Mir doch egal. Tschüss. Oh Mann. Ja, Unsichtbarkeit hilft mir da wenig. Unhörbarkeit wäre Turbo nützlich. So, lass mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Mit euch bin ich fertig. So. So, Stixy McMixy. Vielleicht jetzt nicht wieder hier runterplumpsen. Das war doch echt nicht notwendig, war das doch nicht. Vielleicht gehe ich auch einfach den anderen Weg zurück. So. Ich könnte jetzt schon die Zone verlassen. Ich war allerdings noch nicht überall und es fehlen ja auch noch 4 Münzen. Machen wir also nicht, aber wir saven jetzt nochmal, damit wir nicht nochmal den ganzen Scheiß machen müssen.
haben wir nämlich keine Lust drauf mit den scheiß Schaben hier. Wo führt das denn hin? Leider nicht zu einer Münze. Aber wahrscheinlich ist das so ein optional Weg, mit dem man irgendwie an den Schaben vorbeikommt oder so. Oder in deren Falle läuft. Naja, gut. Okay. Waff. Nee, da unten wird nichts mehr sein für uns. Ich habe auch immer noch nicht die von dem Tisch, die Münze, ne? Die fehlt auf jeden Fall noch. Wo muss ich denn jetzt lang, damit ich weiter zurückkomme? Doch hier lang, ne? Hier war das. So. So. Und so. Und dann sind wir wieder oben. Und dann ducken wir uns erstmal. Weil ich nicht weiß, ob hier noch jemand ist. Oh, ein Lebenstrank. Gar nicht schlecht. Ist gekauft. So. Ist hier jetzt noch was? Ne, hier ist auch nur so eine Art Übersichtspunkt. Vielleicht ein Vogelnest oder so. Außenrum hopsen. Ich glaube, da nehme ich aber lieber den regulären Weg, sonst falle ich gleich wieder in meinen Tod. Jetzt machen wir mal auf. Hier waren wir also auch schon mal. Ja, ja. Genau, hier war auch irgendwo eine Goldmünze. Die haben wir aber eingesnackt. Genau, die war hier. Glaube ich. Also. Ah ja, aber wenn wir die haben. Oh, haben wir hier noch nicht reingeluschert? Da ist doch dann hoffentlich noch ein. Da liegt sie auf dem Tisch. Die schnappen wir uns noch. Und dann können wir hier auch ein schönes Folgenpäuschen einlegen. Ach, weißt du was? Sag tschüss! No. So, 37 von 40. Leg dich mal irgendwo da bei deinen Kumpels hin. Gutes Ragdoll-Verhalten. Hier ist sonst aber auch nichts weiter, ne? Na gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder ein Päuschen. Oh. Alter. Waren wir hier schon? Kann ich nicht sagen. Kann ich doch sagen, hier waren wir. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin. Tschüss.